Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Spiel aus der ECL. Heute haben wir die zweite Division für euch. Invictarus gegen Polish Veterans. Invictarus momentan auf Platz 7, Polish Veterans auf Platz 5. Wir spielen SMDM. Und Netzwerk ist unsere Mitte. Ganz wichtig, Team 17 hat es geschafft, hier die Hecken wieder einzufügen, die eine ganze Weile verschwunden waren nach dem letzten Patch. Ohne diese Hecken würde wahrscheinlich heute kein SMDM laufen, sondern irgendetwas anderes ersatzweise. Schauen wir mal an, was haben wir denn hier so? Wo könnten Rockets gestartet werden? Hier haben wir zwei stehen. Kamak und Dale machen sich bereit, ihre Rockets dem Gegner entgegenzusenden. Und da ist die zweite. Beide schlagen nicht da ein, wo der Gegner fährt. Ich zweifle auf keinen Fall darauf, dass sie hier hingezielt haben. Dafür sind sie zu genau auf den Straßen. Aber hier eine gute Route gewählt. Die gegnerischen Rockets kommen auch ohne Wirkung. Ein paar Sekunden später und sie hätten eventuell. Oh! Holy shit! Da hat der Puma aber nochmal richtig Glück gehabt. Das war nicht weit weg. Hier der erste Trupp ist schon dran, da hat es das erste Gerät zerlegt. Und da sind auch Überreste zu sehen. Hier der Truck wurde schon mal angeschossen. Schnitzel ganz vorne mit dabei, zusammen mit Lammkotelett. Wird hier Essen aufgetischt oder was ist los? Der Fight hat begonnen. Polish Veterans. An den Hecken dran. Invictarus hier auch gut dabei. Hier drüben hat schon wieder eine Explosion gegeben. Truck vernichtet. Ich weiß es nicht. Ich glaube, da saß gar niemand mehr drauf. Wir sehen hier breit gefächertes Game. In der Mitte ist noch nicht so gut zu erkennen, was Sache ist. Smoya von hinten. Wird noch einmal von Schwanz durch rausgenommen. Hätte sonst richtig Ärger machen können hier hinter den Linien von Invictarus. Momentan sieht es gar nicht schlecht aus für Invictarus. Babacar hier soll den Westen halten, alles wegnudeln, was hier vorbeikommt. Oder auch nicht. Liegt hier faul auf der Haut. Nee, er lebt. Lässt den Gegner einfach vorbeiziehen. Bin mal gespannt, was das hier gibt. Polish Veterans haben jetzt hier den Hardcap gut umstellt. Hier das kleine Gehöft auch momentan in Hand von Invictarus. P4 holt sich gleich den Stuart. Nein, tut er nicht! Wie ist er denn jetzt geplatzt? Holy shit, hat der. Hat es. Moment, Moment. Haben die zwei Stuarts hier zusammen gerade den P4 platt gemacht? Verdammt, ich hab's nicht mitgekriegt. Aber man muss ja, ich habe keinen Rocket-Schuss gesehen. Es muss einer von den Stuarts gewesen sein. Können die einen P4 von vorne durchschlagen? Wir sehen in der Mitte, es geht immer wieder hin und her. Noch hat keine Seite hier die Übermacht gewonnen und konnte den Punkt für sich entscheiden. Der Osten hier, würde ich sagen, ist in Hand von Invictarus. Haben sich jetzt gut an den Hecken aufgestellt. Hier gerade ordentlich einen auf die Mütze bekommen.
durch die Polish Veterans in dem Hardcap. Momentan auch Polish Veterans hier stärker vertreten im schwarzen Kreis wieder. Wir haben es immer wieder, der schwarze Kreis ist bei solchen Situationen das Nonplusultra. Jeder, der hier in dem schwarzen Kreis ist, zählt für die Cap Power dreimal so viel wie die außerhalb. Und jetzt wird gleich der Punkt an Polish Veterans gehen und damit haben sie auf jeden Fall mal den Vorteil, hier Garnison nah am Feind dran stellen zu können. Invictaurus hat jetzt hier im Osten Meter verloren an PV. Die Farm gehört zwar noch nicht ganz, aber zu großen Teilen PV. Hier hat es gerade einen OP zerlegt. Kommt ein Stuart angefahren, direkt auf den Lux zu. Lux hat den ersten kassiert und den zweiten und ich glaube, das war's jetzt gleich mit dem Lux. Da verabschiedet sich der Lux auf den Schrottplatz. Kleiner, tapferer Stuart. Heute Mittag in dem Game habe ich gesehen, wie so ein kleiner, dreckiger Stuart einen Tiger zerlegt hat. Wer sowas auch noch nicht gesehen hat, weil das war das erste Mal, dass ich sowas gesehen habe, gerne mal das Video anschauen, ist ab morgen auf YouTube verfügbar. Ich war etwas geplättet, genauso wie ich geplättet war, als hier vorhin der P4 gestorben ist. Vermeintlich auch durch ein Stuart. Es scheint der Tag der Stuarts zu sein. Hier PV mittlerweile hat sich hier eingerichtet am Hof. Babaka als einzigster noch dagegen. Avocado hat ihn gehört und rausgenommen. OP steht hier im Graben, also wird gleich nachgespawnt. Wichtig ist, den Hügel jetzt zu halten, um weiterhin eventuell hier Druck ausüben zu können. Auf den Hof westlich von AA Netzwerk. AA Netzwerk mittlerweile auch relativ gefallen. Lux hält noch seine Stellung. Gegen den fünften Sitzker wird er aber kein Land sehen. Trotzdem drauf, hat jetzt den ersten kassiert vom 75er, macht natürlich keinen Schaden an ihm und da war es das auch mit diesem Lux. Weiß jetzt nicht so genau, warum man da nicht einfach weggefahren ist, weil mehr als eine Kette ziehen kann man, glaube ich, mit dem Lux bei einem 75er nicht, soweit ich weiß, zumindest nicht von vorne. Haben wir hier den ersten Tiger an? Nein, das ist der Stuart, der hier im feindlichen Gebiet rumcruist. Also die Stuarts scheinen hier machen zu können. Was? Oh mein Gott. PV schon hinter den feindlichen Linien. Invictaurus muss jetzt richtig aufpassen. Normalerweise müsste hier eigentlich alles aufgehen. Invictaurus müsste wissen, dass sie von hinten angegriffen werden. Hier hinten wurde gerade durch den Commander auf der deutschen Seite von Invictaurus eine Garni gestellt. Hier vorne steht die Garnison von PV. Vielleicht wird sie sogar durch den Commander gesehen. Ne, er versteckt sich gerade. Macht Commander-Dinge. Oh mein Gott, Hugos Hof wird sogar angekappt.
Hier noch mal eine Flare drüber. Was macht ein Victaurus da? Lammkotelett als einzigster noch hier mittendrin. Oh, hat er ihn gesehen? Ja, er hat ihn gesehen. Und wird trotzdem rausgeholt. Krustentier ist jetzt hier auch wieder am Start. Der OP steht hier im Hof. Zur Hälfte haben die Polish Veterans hier schon durchgekappt. Hier kommt auch der Airhead von PV. Krustentier sieht's nicht, tut nichts dagegen. Der OP wird jetzt gleich rausgenommen, ist weg. Hier drin stehen haben wir jetzt den Airhead von PV. Und ich sag's wie es ist, Hugos Hof dürfte weg sein. Hier kommt gleich ein schöner Fullspawn rein. Und dann war's das. Ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Mann im Hardcap drin. Sind 30 Mann Cap Power und damit keinerlei Chance mehr für Invictaurus hier noch was gegen zu tun. Auch der Bombing Run wird da dran nichts ändern. Wir sehen hier hinten einen Fullspawn von Invictaurus, die jetzt versuchen, sofort wieder einen Recap einzuleiten. Die Garnison hat es hier zerlegt. Das war schon mal nicht das Schlechteste. Die Leute, die noch gerade Netzwerk angegriffen haben, kommen jetzt aus dem Norden langsam angestromert. Werden nochmal ihre OPs da hinten setzen. Wobei wir nur einen einzigen Squad-Lead dabei haben im Norden. Der wird aber auf jeden Fall hier nochmal irgendwo einen OP setzen, sobald er hier diese Linie überschritten hat zum 7er Feld. Vorher kann er nichts aufbauen. Aber das kann auf jeden Fall helfen, hier jetzt nochmal den Punkt zurückzuerobern. Man muss aber sagen, ein wunderbarer Streich von den Polish Veterans. Hier mit dem Airhead. Da hätte einfach gegen angegangen werden müssen. Von Seiten in Victaurus. Weiß gerade nicht mehr, wer da auf dem Feld war, aber irgendjemand ist hier rumgesprungen, als der Airhead runterkam. Man hätte den Fallschirm ganz, ganz locker sehen müssen. Und spätestens, als da alles gesmoked war, muss eigentlich klar sein, oh shit, da ist ein Airhead in der Nähe. Bei Smoke von der Artillerie gibt es eigentlich nur als Deckung für den Airhead. Sitzka hier immer noch am Leben. Scheint noch nicht einmal draufgegangen zu sein. Mir ist nicht ganz klar, worauf er gerade schießt. Wahrscheinlich einfach mal ein paar HE-Schellen aus Sicherheitsgründen. PV hier auch schon wieder auf dem Weg Richtung Hügel. Letzter Punkt für Invictaurus. Red Pill hier schon sehr nah dran. Oh, da war eine Mine. Das hätte auch ich sein können. Bin auch so ein wandelndes Minensuchgerät, wenn ich in Hell Let Loose unterwegs bin. Was hören wir hier? Einen Truck. Sieht momentan nicht gar nicht mal so gut aus für Invictaurus. Oh doch, sie haben es hier geschafft. Ich dachte, die beiden wären auch schon down. Sehr schön, wir haben jetzt hier den OP von Stromsan. Sehr schön. Holt Ponyry raus hier. Jetzt die Möglichkeit, eben von hinten an Hugos Hof ranzukommen. Und da auch Stress zu machen und damit die Verteidigung zu entlasten. Mir ist jetzt nicht ganz klar, warum man hier an der Hecke nicht gleich weiter rennt. Wird rausgeholt. Hier, Rafix hat seine Flare gezündet, um den Feind aufzudecken. Noch steht der OP, aber Banana
und Peter kommen von hinten ran. Strom's an. Weiß nicht, ob er aufgedeckt wurde. 76er mittlerweile hier vorne angekommen. Hilft jetzt hier in der Verteidigung aus. OP steht noch. Nun wurde er aber von Rafix rausgenommen. Bin mal gespannt, ob der OP hier noch stehen bleibt. Wäre natürlich super gut für Invictaurus, wenn hier weiterhin der OP bestehen bleibt und als Angriffspunkt dienen kann. Wieder ein Spawn, er holt ihn sich raus, sehr schön. Jetzt muss er gucken, dass er wegkommt. Vielleicht noch Bescheid geben, dass jemand mit einer Satchel oder Artela mit der Bazooka bzw. mit der Panzerfaust hier rankommt. Banana könnte Stromsan sehen. Jawohl, er hat ihn gesehen, schaltet ihn aus. Rex ist da. So wie angesagt mit seiner Panzerschreck. Ballert dem 76er den ersten in den Heck, den zweiten auch noch. Motor ist raus, sehr gute Arbeit an der Stelle. Jetzt kann er nicht mehr viel machen. Der OP wurde gesehen, sehr schön. Damit ist er jetzt raus. Und keine Angriffsmöglichkeit mehr für Invictaurus von dieser Seite aus. Hier haben wir noch zwei, drei Leute, die von Nordosten reingestromert kommen. Haben wir mittlerweile eine Garnison irgendwo aufgebaut? Nee, aber das Garni-Netzwerk für die Verteidigung steht mittlerweile relativ gut. Hier ist gerade ein OP warm geworden, da muss man sich drum kümmern. Neurone direkt in der Nähe, genauso wie Edric. Die müssten sich jetzt eigentlich darum kümmern. Hier fest zu ist da in der Nähe. Ist immer noch am Leben. Wird jetzt rausgeholt von Neurone. Sehr schöne Aktion. Wusste ich auch nicht, wenn man hier drauf steht, kann man wohl hier rüber aimen. Auf diesen Durchgang. Gute Position, muss ich mir gleich mal abspeichern. Ansonsten sieht es momentan so aus, als wenn es keinen Fortschritt von der einen noch von der anderen Seite in den nächsten Minuten geben könnte. Dementsprechend wechseln wir mal kurz hier nach oben in die Vogelperspektive und gucken uns mal an, wie die Möglichkeiten sind hier zum Angreifen. So, mein Maltool. Wir haben die Möglichkeiten für Invictaurus hier klar über den Meat Grind, über die Straße reinzugehen. Dann haben wir hier ein kleines Mäuerchen, was allerdings sehr wenig Schutz bietet. Empfiehlt sich nicht so besonders. Wichtig wäre es, wenn sie jetzt hier diesen Punkt hier einnehmen, hier hinten. Von dem aus sie eben dann hier lang können. Sie können hier lang angreifen und sie können aber auch hier bis an dieses Wäldchen vorstoßen, hier dann eventuell nochmal eine Garni stellen in dem Feld und von da aus dann eben auch von hinten reinkommen in den Punkt und auch hier weiter nach hinten durchgehen, eventuelle Garnis und OPs rausnehmen und dann auch wieder von hier reingehen. Also, wichtigste Position ist wirklich hier, die muss eingenommen werden, von da aus kann man nämlich in alle Richtungen angreifen und man hat gleich auch noch die Verteidigung nach hinten. Kann den Feind auch hier zurückschlagen. Also diese Position ist essentiell momentan, natürlich neben dem Meat Grind. So, zurück ins Game. Wir sehen PV hier sehr, sehr gut aufgestellt. Sehr nah noch am Hardcap dran. Und versucht jetzt hier im Meat Grind Stück für Stück Boden gut zu machen. Wurden allerdings hier von Hügel 5, wo sie ja vorhin schon sehr nah dran waren, zurückgeworfen. Gute Verteidigungsarbeit hier definitiv von Invictaurus. Und sie sind jetzt auch dabei, diese Stellen, die ich eben markiert hatte, zu besetzen und den Feind langsam zurückzudrängen. Stromsan hier von hinten holt zwei Leute raus, bevor er selbst rausgeholt wird.
von Least sieht bis hier sehr gut aus, was die Taurus hier macht, trotz dass sie auf den letzten Punkt zurückgeworfen worden sind. Von Aufgabe kann hier auf jeden Fall nicht die Rede sein. Evangelion gegen Mosal verbindet sich gerade. Mosal müsste jetzt eigentlich gehört haben, dass Evangelion hier war. Zielt auf ihn und holt ihn sich. Sehr schön gemacht an der Stelle. Zweikampf gewonnen. Der Meat Grind jetzt mittlerweile etwas Richtung Süden gewandert. PV, die Polish Veterans haben jetzt hier die nächste Hecke fast erobert. Oh, die Arti sitzt mal wieder an der Stelle. Sehr gut. Hier der Lux kommt nach vorne an die Straße gefahren, um hier mal ordentlich aufzuräumen. Jetzt ist die Frage, wo ist der 76er von vorhin? Er steht hier hinten, wird gerade repariert. Und? Oh, ganz knapp. Da hat man wohl geahnt, da kommt was von oben runter. 76er hat zurückgesetzt. Es hat nur die Repair Station erwischt. Schade drum. Wäre sehr, sehr schön gewesen. Hätte ich in Victorus definitiv gegönnt, dass hier der 76er rausgeht. Lux immer noch hier hinter der Hecke, behauptet erstmal seine Stellung. Aber wir sehen, PV kommt immer mehr hier durch die Hecken durch. Zwei Mann von Invictaurus schon wieder gedownt worden. Lux fährt jetzt nach vorne, kriegt von hinten von Smoja eine eingeschenkt. Fehlt nur noch ein weiterer. Hängt er fest, Motor eventuell raus. Kriegt jetzt auf jeden Fall hier mal die Satchel angeklebt von Papa. Und damit wird auch gleich dieser Lux das Zeitliche segnen. Smoja hat nochmal seine zweite Rocket reingeballert. Ein Strike steigt aus, um eventuell Artela hier wegzumachen. Aber die Satchel ist dran. Das Urteil wurde gesprochen. Und soeben vollstreckt. Damit diese Hecke definitiv auch an PV gefallen. PV arbeitet sich jetzt wieder langsam Stück für Stück, Hecke für Hecke nach vorne. Hier, Fanny hat es durch die Verteidigungslinie geschafft. Aber Neurone ist zur Stelle. Nimmt ihn hier an der Stelle auf jeden Fall raus. Sehr gute Arbeit. Hier super gemacht vom Angriffstrupp von Invictaurus. Sie sind an der Hecke schon ziemlich nah rangekommen. Aber werden gebührend empfangen von PV. Ist natürlich richtig undankbar, wenn man nur eine Hecke hier hat und der ganze feindliche Squad zielt eigentlich nur darauf. Oh, da hat die Arti richtig gesessen. Gleich mal drei oder vier Leute rausgeholt. Jetzt ist Zeit für Dale, Edric und Jord hier vorwärts zu kommen. Arti muss jetzt das Feuer verlegen, damit die eigenen Truppen nachrücken können. Jawohl, Arti hat schon verlegt auf den hinteren Teil des Waldes. Jetzt weiter vorrücken. Nutzt die Gunst der Stunde. Hier ist es auch noch Smoke ausgebreitet worden. Sehr schön. Jawohl, Edric hier ziemlich nah dran. Wird aber rausgeholt. Von hier hinten wahrscheinlich. Da wurde gemerkt, hey, unsere Leute haben hinten Probleme. Da rennen wohl ein paar Leute an der Hecke entlang. Entweder gut kommuniziert oder gut gesehen von Zeri und Knight. Escape hier jetzt immer noch vorne dran, wird rausgeholt. Jord
gegen Herzan. Wer stirbt? Herzan geht down. Sehr gute Arbeit von Yorth. Rocket fliegt. Wo fliegt sie hin? Ich glaube, hier war nix. Gut, wir haben hier eine Garni stehen, die noch rot leuchtet. Weil sie im Feindesgebiet aufgestellt wurde. Und weg ist. Mein Gott. Entschuldigung. Muss mal eben was trinken mit Zucker. Hier die Hecke ist sehr belebt. Jort hier ganz vorne holt wozu raus. Das tat weh. Oh, hier im Smoke zwei Leute aneinander vorbeigerannt. Herzan auf dem Weg, den OP rauszunehmen. Ich glaube, der erste OP ist weg, der zweite OP ist weg. Herzan wurde jetzt rausgenommen. Wir haben aber hier keinen einzigen Offizier mehr, der sofort irgendwas nachstellen könnte. Damit der Angriff hier gleich zu Ende. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Leute noch hier vorne, die noch Ärger machen können, aber sie haben nichts, wo sie nachspawnen können. Krustentier hier gegen drei Mann wird rausgeholt von Ponyuri. Damit wird die Hecke gleich... Oh, hier ist doch noch was. OP von Funk steht noch, rennt jetzt an die Hecke wieder ran. Herbitin rennt an ihm vorbei, wurde aber gehört von Funk und wird rausgenommen. Funk oder Funk? Ponyuri hat aufgepasst, nahm Funk raus. Okay, steht aber immer noch. Escape 1:1 getradet. Krustentier jetzt hier auf dem Boden. Was macht er? Ah, er liegt noch, legt noch Minen sicherheitshalber aus. Falls denn mal jemand hier durchmollen würde. Und Kosoil hier mit seinem MG zimmert ordentlich rein, nimmt alle drei Mann raus. Der OP dürfte aufgedeckt sein. Und demnächst auch Geschichte. Hier sehen wir, die Hecke ist mittlerweile wieder fest in Hand von den polnischen Veteranen. Was hat's hier gerade zerlegt? Einen P4 wieder, der das Zeitliche gesegnet hat. Von wem wurde der denn erwischt? Von hier drüben eventuell? Jawohl, hier haben wir einen 76er stehen. Der wird wahrscheinlich auch den P4 gerade rausgenommen haben. Major 7 hier möchte gerne an den 76er ran. Hat aber nicht allzu viel Chance. Jetzt der Versuch von vorne auf den 76er hat nichts gebracht. Soweit ich weiß, kann man auch mit einer Panzerschreck hier nicht durchkommen bei einem 76er frontal. Da genau. Oh, ganz knapp. Fast hätte der zweite gesessen. Der erste saß. Wir haben allerdings hier auch schon wieder den zweiten 76er stehen. Zwei 76er auf der Westseite von den polnischen Veteranen. Der 76er jetzt hier vorgepusht. Hat sich die Garni, die hier stand, gesnackt. Und jetzt wird's bitter. Die nächste Garni steht hier drüben. Hier. Moment, war das die eigene Garni hier? Stand hier? Hier stand doch gerade noch eine Garnison. Wurde die zerlegt worden und es wurde sofort hier eine nachgebaut, was sehr, sehr gut wäre. AE-76er ballert hier weg. Nähert sich langsam, aber sicher. Ja, gar nicht so ein guter Spawn hier nochmal. Wir haben 1, 2, 3, 4 Artiller jetzt hier. Autsch! Das tut weh. Zwei Artiller noch übrig. Ich glaube, der hat sogar getroffen. Jawohl, der saß auf jeden Fall. Mit der hier auf jeden Fall sauber gemacht. Gute Arbeit, Sly. Oder Sly macht Avocado jetzt raus. Sehr, sehr schön an dieser Stelle.
Super verteidigt hier die Garnison. Sehr, sehr knapp. Aber der 76er macht es gut. Ist so ausgerichtet, dass der Fahrer mit seinem Bug-MG hier die Hecke auf der rechten Seite im Blick hat. Und das Geschütz kann alles andere beharken. Das wird hier ausgestiegen, um den angeschlagenen 76er wieder zu reparieren. Es kommen immer mehr Smokes hier an und wieder von vorne probiert. Der zweite 76er steht dahinter und will ihn schützen. Sehr schön, Alexander, auch wenn es ein Abpraller war. Aber er hat jetzt eine gute Schussposition. Hoffentlich hat er noch eine zweite Rocket dabei. Er wird jetzt rausgenommen von Artista, glaube ich. So, hier fliegen die Körperteile übers Feld. Die Garnison steht immer noch. Also es kann hier immer noch weiter reingespawnt werden. Steht hier hinten? Wo drauf schießt der 76er denn hier hinten? Hier ist doch nichts und niemand. Aber hier definitiv sehr wichtig, dass Invictaurus hier diese Stelle am Leben erhält und die 76er nicht weiter vorrücken lässt, weil ansonsten haben die Polish Veterans die Möglichkeit. Da wurden gerade Supplies abgeworfen von den Polish Veterans, aber kein einziger in Sicht. Wenn jetzt hier allerdings die Westflanke fallen sollte, haben die Polish Veterans die Möglichkeit, hier das Hauptquartier auf der linken Seite zu beharken und eben dann auch über die westliche Flanke hier weiter vorzurücken auf diesen Hof. Und von diesem Hof aus geht es dann da drüben auf Hügel 5 zu. Entschuldigung, Hügel 6. Von daher extrem wichtig, dass sie jetzt hier nicht nachgeben und hier genügend Männer reinsenden. Die 76er sind gerade am Zurückziehen, können momentan nicht viel ausrichten. Möglicherweise hätten sie durchfahren können und eventuell die Garni rausholen, aber sie wissen natürlich nicht, wer und wie viele Leute sitzen hier und warten auf sie. Von daher ihre Entscheidung wahrscheinlich zu sagen, wir ziehen uns ein Stück zurück und halten einfach unsere Stellung, statt weiter vorzurücken. Hier also momentan eine Putt-Situation. Wobei ich denke, wenn PV wüsste, wie das hier gerade aussieht, dass sie hier über die Überzahl haben, würden sie wahrscheinlich anfangen zu pushen. Artista holt hier Mick Deck Day raus. Und Moonbaby ziemlich allein zusammen mit SLI. Rein theoretisch könnte PV jetzt hier definitiv loslegen. Wie sieht's im Rest der Karte aus? Awupix hier. Oh, da haben wir wieder den Streamer-Fluch. Sobald man auf jemanden drauf geht. Wie sagt man denn? Wird das Zeitliche gesegnet? Ja, ich glaube. Neurone wieder hier. Mehrmals schon aufgefallen in diesem Game. Pharon oder Pharon wird rausgeholt von Neurone. Macht hier einfach eine super Sache in der Verteidigung jedes Mal. Kümmert sich um die Positionen, die nicht sehr dankbar sind, aber extrem wichtig sind, um eben zu verhindern, dass man eingekesselt wird vom Gegner. Momentan aber absolut keine Offensivaktionen von Invictaurus hier. Sie sind definitiv zurückgedrängt worden. PV hier immer weiter am Vorwärtsmarschieren entlang der Hecken. Also da muss meiner Meinung nach von Invictaurus Seite noch stark dran gearbeitet werden, dass man sich Positionen raussucht, von denen aus die wichtigen Hecken eben unter Beschuss genommen werden können zur Absicherung, unabhängig davon, ob man gegenpusht oder nicht. Aber grob gesehen machen sie einen guten Job. Holy shit. Wer hätte das gesagt? Eben noch nur 3-4 Leute hier auf der Westflanke. Mittlerweile
hat PV sich zurückziehen müssen. In Victaurus hier zurückgegangen mit ihren 76er Edelweiß dran. Oh, da war's. Der eine 76er rettet dem anderen im wahrsten Sinne des Wortes den Arsch. 5 Sekunden später und die Satchel wäre dran gewesen. Und der erste 76er hätte sich verabschieden können. Schnitzel schafft er es noch in die sichere Ecke zu kommen. Nein, er wird zu Hackfleisch verarbeitet. Oh, Moonbaby, schade. War eigentlich ein relativ guter Schuss. Der war jetzt relativ blind geschossen. Moonbaby jetzt hinten dran. Hat aber vermutlich einfach keine Rocket mehr dabei. Sonst hätte er schon längst den zweiten Schuss gemacht. Oh, und der 76er hat noch mehr Futter gefunden. Aber wir sehen, beide 76er ziehen sich jetzt zurück. Oh, wow. Was für eine Rocket, nur von der falschen Fraktion. What the fuck? Also ich meine, ich glaube, das war Ojotech. Also zumindest kam die Rocket von da. Und wenn, dann war es aber der eigene Panzer, der beschossen wurde. Ich meine, er hat wohl keinen Schaden verursacht, aber da hat wohl ein bisschen arg viel Verwirrung geherrscht gerade. Die 76er jetzt zusammen am Arbeiten, machen hier einen guten Job, decken sich gegenseitig, kann man nichts sagen. Vorhin war mal kurz die Situation, wo der eine hätte vielleicht platzen können durch eine Satchel, aber mittlerweile wieder auf sicheren Abstand auf das Feld gefahren. Vorteil hier, solange kein gegnerischer Panzer da ist, hier kommt kein Infanterieler einfach mal ran mit einer Satchel. Von vorne können sie nicht durchschlagen. Hier war, glaube ich, gerade noch eine Satchel dran, in der Hoffnung, dass einer der Panzer sich in die Nähe dieser Stelle bewegt. Aber super Arbeit hier von den Victaurus. Sie haben die Hecken zurückerobert. Wenn wir überlegen, sie waren eben hier, ja, es war hier, hier zurückgedrängt an die Garnison. Beide 76er standen hier in diesem kleinen Eck drin. Mittlerweile mussten sie sich bis hier nach hinten zurückziehen. Bis auf Höhe von Hugos Hof. Also von daher definitiv eine gute Arbeit hier von Invictoris auf der Westseite. Man sieht auch kaum jemand hier irgendwie in der Nähe von Hügel 6 von PV. Rafixe oder Rafix ist hier als einzigster noch unterwegs als Speer, wird jetzt aber rausgeholt. Selbst wenn er einen erwischt hätte, da waren gerade zu viele da. Was haben wir hier? Hier haben wir auch nochmal einen 76er. Mittlerweile also drei 76er auf Seiten der Polish Veterans unterwegs. Und ich frage mich so langsam, wo sind die deutschen Panzer? Hier hinten haben wir jetzt einen Tiger am Losfahren. Aber also gefühlt war jetzt eigentlich überhaupt nichts mehr los mit Panzern. Oh ne, hier haben wir noch einen. Entschuldigung. Direkt bei Hügel 6 als Absicherung steht nochmal einer dran. Hier gerade eine Flare hochgegangen. Westen sieht wieder sehr gut aus. Da machen sie einiges gut gerade. Haben jetzt definitiv hier die Hecken unter ihrer Kontrolle. Die Panzer sich jetzt komplett zurückgezogen. Panzer 1. Und wo ist Panzer 2? Ah, hier. Also die Panzer haben sich an die nächste Hecke zurückgezogen und sorgen jetzt dafür, dass Invictaurus hier keine weiteren Geländefortschritte macht. Oder Geländegewinne. Geben jetzt nur noch Deckung und überlassen es der Infanterie wieder hier aufzuräumen. Bin mal gespannt, wie das hier weitergeht. Wichtig ist, dass hier weiterhin gespielt wird. Garnison jetzt mittlerweile weiter nach vorne gezogen worden. Sehr gute Aktion. Jetzt müssen die Leute hier Edelweiß, Schnitzel und Babaka. Babaka. Hier dafür sorgen, dass hier. Oh, man sieht, die Panzer
sind hier definitiv vorbereitet, aber man darf eben jetzt hier auch nicht nachlassen. Man muss weiter hier Druck machen, immer wieder zeigen, man ist präsent. Man muss immer wieder klar machen, wenn ihr hierher kommt, wir sind bereit, wir warten auf euch. Ansonsten könnte es wieder passieren, dass PV hier über den Westen versucht, ranzukommen und von Westen her das Ganze aufzuräumen. Momentan aber wirklich gute Arbeit von Invictorus an der Stelle. Hier drüben sieht man schon, da wird auch in der Stadt gekämpft, in den neuen Gebieten. Wir haben hier, wenn ich es richtig im Kopf habe, 7 neue Geländeabschnitte hier in den Höfen, die man mittlerweile begehen kann, die vorher gesperrt werden. Gesperrt waren. Ist der Marker richtig? Ja, sie wissen genau, wo die Garnison steht. Und da die Garnison, soweit ich das weiß, na, hier drüben sind wir. Ne, sie steht noch auf dem Bereich der PV-Leute, also damit muss man 15 Meter nah ran. Neurone wieder! Schon wieder eine gute Aktion. Jetzt ist die Garni gesperrt. Es kann niemand mehr spawnen. Er hört sie mit Sicherheit. Wird jetzt auch statt hier rüber zu gehen, von der anderen Seite rankommen. Es wartet aber niemand mehr auf ihn. Von daher wird diese Garnison jetzt sicherlich rausgehen. Wieder eine wunderbare Aktion von Neurone. Ich glaube, das 3. oder 4. Mal schon, dass ich ihn hier im Visier habe. Red Pill will die Garnison noch retten. Kommt aber zu spät. Seine Granate wäre echt gut gekommen. Durch die Granate jetzt Neurone natürlich alarmiert, aber zieht den kürzeren gegen Red Pill. Red Pill könnte rein theoretisch jetzt nochmal einen OP stellen. Zweimal oder einmal einen Supplier reinkommen lassen und dann eben eine neue Garnison aufstellen. Sehr gut gemacht, hier die Garni rausgenommen. Wichtige Sache, hier haben wir noch den Kommandanten von Invictorus. Red Pill legt sich jetzt hin. Ne, legt sich nicht hin. Theo? Warum weiß er, dass er da hinten kommt? Hat er seinen OP? Ah, okay. Deshalb wusste er es. Der OP ist jetzt raus. Deshalb hat er auch gewusst, dass hier jemand hinter ihm rumläuft. Jetzt muss Red Pill gucken, dass er irgendwo nochmal wieder einen neuen OP aufstellt, damit der Angriff hier auf der Ostseite bestehen bleibt. Jetzt ist die Frage, wird er gehört vom Kommandanten? Nein. Aber Red Pill sieht den Kommandanten und nietet ihn um. Damit momentan keine Möglichkeit von Kinai hier irgendetwas zu machen für sein Team. Muss jetzt warten, bis er wieder spawnen kann. Funny hier hinten im Hauptquartier wird aber gesehen und rausgenommen. Sehr schöne Aktion. 3 Mann sind dort gespawnt und haben gleich mal gesagt, nicht mit uns. Wojtek und Zepke hier in den Gräben zwischen den ganzen Invictorus-Leuten auf dem Weg Richtung Hügel 6. Jetzt ist es wichtig, oder jetzt muss halt hier definitiv gut abgeaimt werden. Die Hecken müssen kontrolliert werden von Invictorus, sonst haben sie hier die nächste Katastrophe schon auf der Matte stehen. Aber es scheint so, als wenn Dale seine Sache hier relativ gut macht. Jawohl, er hat hier Englis rausgenommen und wird wahrscheinlich auch sobald Zepke oder The Pack Sai. Taxi? Entschuldigung. Und Wojtek sich irgendwo sehen lassen. Hallo? Gerade habe ich gesagt, du wirst die rausholen und jetzt hast du dich verabschiedet. Helkos hier rennt weg. Zepke hat ihn gehört. Holt ihn raus. Wird seinerseits aber von Jackie rausgenommen. Sehr gute Aktion hier von Jackie. Wichtig. Sollte allerdings jetzt erstmal noch da oben stehen bleiben. Okay, ging nicht, weil er von Jaski wahrscheinlich abgeschossen worden wäre. Aber Hertan hier auf dem Weg Richtung Hügel 6. Herkos wird jetzt gleich wieder umgenietet. Jawohl, 2 Kills.
von Herzan sehr gut gemacht. Aber noch weit weg von Hügel 6. Wo ist er? Ah, hier unter uns. Ein P4. Das war ein P4. Zerstört von diesem 76er. Also der P4 hat sich aber auch hingestellt, als wenn er von nichts Angst haben müsste. Weiß jetzt nicht, ob das ein Asset. Ich glaube, das hier ist ein Asset. Aber der P4 stand an der Stelle, wo man sagen muss, Leute, so nicht. Die Strafe ist gerechtfertigt, dass der geplatzt ist. 76er jetzt hier auf der Straße am Vormarschieren. Nee, hat wieder den Rückwärtsgang eingelegt. Oh, da ist die Satchel hochgefangen, die Rex wahrscheinlich gelegt hatte. Oder nein, er hat seine noch. Nee, hat er nicht. Er rennt einfach durch, also hat er seine Satchel schon hingelegt. Rex wird rausgeholt. Das hört sich nach einem Tiger von hinten an. Wo ist er denn? Nee, das ist der Lux. Der war das bestimmt nicht. Hier steht er. Da vorne. Der hat dem 76er gerade gut eingeschenkt. Aber der 76er hat es in Sicherheit hinter die Hecken geschafft. Wird jetzt repariert. Reparaturstation wurde sofort aufgebaut. Sehr gute Arbeit hier von Kojo Tech. Lux jetzt hier drüben. Als wenn er nicht wüsste, dass hier auf der Flanke 76er rumstehen. Zischt hier einfach vorbei. Mal sehen, wie lange das hier überlebt. Man kann ihm nur wünschen, dass kein 76er hinten steht. Aber der andere hat schon umgedreht. Der 76er, da kam der Schuss. Lux nochmal richtig Glück gehabt. Sollte sich jetzt aber bewegen, sonst kriegt er gleich den ersten Schuss vom 76er ab. Avocado hier mit der Satchel. Will er den Lux wegmachen? Schafft er erstmal nicht. Jetzt ist der Lux zu schnell geworden. Keine Chance mehr für ihn, hier ranzukommen. Was ist eigentlich hier mit dem 76er? Ja. Er kommt. Und da war es auch gewesen mit dem Lux. Ich weiß nicht, mit welcher Selbstverständlichkeit die hier über den Rasen tuckern, als wenn sie nicht wüssten, dass da ein 76er auf sie wartet. Und sie fahren trotzdem über die offene Pläne. Wahnsinnig. Ich meine, sie haben, glaube ich, ein OP rausgenommen da hinten, was ganz gut war. Aber das war's. Ein OP ist eigentlich jetzt nicht wert, dass man den Lux verschwendet. Hier auch nochmal ein 76er mit Sicherheit. Jawohl. Also das Tank-Gameplay auf jeden Fall von den Polish Veterans wesentlich besser als von Invictaurus. Muss man einfach so sagen. Den Tiger hat es scheinbar auch schon wieder zerlegt. Zumindest sehe ich ihn gerade nicht. Aber ich sehe, dass Hügel 6 angekappt wird. Hier Feinde hinten im Hinterland schon. Bunny ganz, ganz weit hinten. An der Garnison dran. Sillen. Wird er jetzt von Fanny noch weggeholt? Nein! Sehr, sehr schön. Sillen hat die Garni rausgeholt, auch wenn er jetzt noch drauf geht. Aber wichtig, hier die Garni rauszunehmen, die für PV hier wirklich von Vorteil war. Fanny hört Yaki und Yaki wird auch rausgenommen. SLI der Nächste oder holt er Fanny? Nein, SLI weiß gar nicht, dass da hinten was ist, obwohl er so umgeballert wurde. Und zur Hälfte hat PV es jetzt geschafft, Hügel 6 einzunehmen. Sie sind hier im Hardcap drin. Ich bin mal gespannt, wann hier endlich mal gegengepusht wird. Jawohl, da haben wir den Spawn.
damit erstmal wieder abgesichert und der Punkt wird wieder Richtung Invictaurus gehen. Haben sich alle Zeit gelassen. Hier kommt der Bombing Run von PV und nimmt die Garni raus. Jetzt muss echt geackert werden. Man muss sofort eine neue Garni aufbauen. Haben wir denn hier überhaupt noch jemanden, der das Ganze bewerkstelligen kann? Nein, wir haben absolut keinen, da der jetzt hier eine Hardcap-Garni nochmal aufstellen könnte. Man kann momentan nicht mal hier hinten spawnen im Hauptquartier, weil eben noch der Hügel angekappt ist. Solange der nicht fest in der Hand von Invictaurus ist, kann im Hauptquartier nicht gespawnt werden. Da kommt ein Prezi. Und Avocado war es, glaube ich. Ja, Avocado ist von Jord rausgenommen worden. Sehr schöne Sache. Hier hinten aber immer noch Leute von PV unterwegs. Also das ist eine Sache, da muss aufgeräumt werden. Da müssen die Leute rausgeholt werden, da müssen die OPs rausgenommen werden und eventuell auch die Garnis. Naja, genau hier am Rand. Nee, Quatsch, hier im Feld. Hier haben sie einen OP hingestellt. Ermalok holt hier sich einen raus. Hat, glaube ich, jetzt relativ gut schon die Ahnung, wo eventuell der Spawn ist. Honori aimt hier ins Feld hinein, weiß natürlich auch, er ist jetzt mehr oder weniger dafür zuständig, dass der OP am Leben bleibt. Von daher, Ermalok, sehr gut, dass er sich hier auf dem Boden entlang bewegt und nicht in die Hocke geht, weil sonst würde er gesehen und rausgenommen. Und ganz sneaky fangen die hier an, Hugos Hof einzunehmen. Schaut euch das an. Holy fuck. Was ist denn hier passiert? Ich habe schon wieder einen Airhead verpasst, glaube ich. Das ist ja der Wahnsinn. Sau, sau geile Aktion von Invictaurus hier an dieser Stelle. Der gesamte Hardcap ist voll von ihnen. Keine Chance mehr von PV, hier jetzt nochmal ranzukommen. Invictaurus hat, glaube ich, alles auf eine Karte gesetzt und gesagt, alle Mann vorne rein, keiner bleibt mehr hinten. Wir wollen jetzt uns den Punkt zurückholen. Und momentan sieht es so aus, als wenn sie das auch hinkriegen. PV hat seinen Airstrike versammelt. Er hat sein Bombing Runner haben sie rausgehauen. Also sie können hier jetzt gerade nichts über den Kommando großartig machen, außer Verstärkung draufbauen. Was aber nichts bringt, wenn das gesamte gegnerische Team im Hardcap drinsteht. Saugeile Aktion. So muss das sein. Und wir sind wieder back in business. Ich reiß meinen Maul zu weit auf. Es geht schon wieder in die andere Richtung. No! Ja! Jawohl, Invictaurus holt sich Hugos Hof zurück. Nein, es wird wieder contestet. Was ist denn jetzt hier los? Los, das gibt's doch nicht. Holy shit, PV scheint sich den Punkt wieder zurückzuholen, obwohl Invictaurus hier eigentlich vorne sein müsste, dadurch, dass sie hier 2-3 Spawns, OPs drin haben. 1-2-3 direkt im Punkt. Vierte auch war bis jetzt da. Ist jetzt rausgenommen. Von hinten der 76er arbeitet wieder gut rein. Zweiter 76er auch hier und damit war es das. PV holt sich Hugos Hof wieder zurück. Es war nur eine Millisekunde, dann hätten sie es geschafft, den Punkt einzunehmen. Dann wären alle OPs weg gewesen fürs Erste von PV und sie hätten sich schnellstmöglich wieder aufbauen können. Sie hatten hier schon irgendwo Supplies hingeschmissen, die mittlerweile, glaube ich, auch weg sind, ja. Aber man hat sich darauf vorbereitet, sofort eine Garnison aufzustellen und sofort hier von innen nach außen zu verteidigen. Schade, schade, schade. Ich hätte es mega geil gefunden, weil dadurch hätten wir dann nochmal einen Game gehabt, der dann wirklich um den mittleren Punkt AA-Netzwerk gegangen wäre und nicht hier sich um den vorletzten und letzten Punkt gedreht hätte. Hier hinten jetzt die große Spawnwelle von den Leuten, die vorne gerade alle draufgegangen sind. PV, muss ich sagen, super gemacht. Saubere draufgegangen, von allen Seiten sofort zurückgerannt. Die Panzer haben gewusst, was sie machen müssen.
wollte gerade sagen. Hartan hier mit den Schüssen auf den Tiger seitlich. Der ging sogar durch. Okay. Also ich habe gelernt, ich hatte bisher Unrecht. Man kann von der Seite wohl mit etwas Glück auch einen Tiger mit der Bazooka penetrieren. Da kam der zweite Schuss. Der hat wohl nicht ganz gesessen. Hier werden sie jetzt nicht weiterkommen. Da ist der Baum im Weg und eine Granate hat auch was dagegen, dass er die Fahrt fortsetzt. Schade, schade, schade an dieser Stelle. Aber holy shit, größten Respekt vor der Aktion von Invictauros, dass die so geil in dem Punkt drin waren. Da muss ich sagen, lag es wahrscheinlich einfach nur daran, dass PV hier wahrscheinlich die stärkeren Schützen hatte. Also Invictauros schlichtweg outshootet wurde an dieser Stelle. Taktisch, strategisch scheinbar einwandfrei gemacht. Ich kann nur vermuten, dass es ein Airhead war, der dazu geführt hatte. 76er jetzt hier zwei Stück wieder ganz dicht beieinander. Und hier drüben haben wir bestimmt auch noch einen stehen. Nee? Okay. Hier der Westen mittlerweile wieder gefallen. Für Invictauros wieder an der Ausgangsposition wie vorher. Allerdings diesmal scheinbar ohne Garnison auf dieser Seite. Warum steht hier keine Garnison? 1, 2 OPs für das gesamte Gebiet hier drüben. Keine Garnison. Ganz schlecht. Schlechte Idee. Ansonsten, man sieht es, Garnison hier in der Stadt, eine Garnison hier, eine hier. Gut aufgestellt, da dürfte eigentlich keiner mehr durchschlupfen. Man hat jetzt mittlerweile auch hier hinten eine Garnison aufgestellt. Und auch hier, was ist da gerade explodiert? Ich glaube, eine Pack. Ja, die Pack, die hier aufgestellt wurde, um eventuell gegen Panzer vorgehen zu können. Nächstes Mal würde ich vielleicht die Pack einfach einen Ticken weiter nach hinten stellen, so dass sie hinter der Hecke steht und ein bisschen Schutz genießen kann. Aber ansonsten wunderbare Verteidigungsaktion jetzt hier wieder von Invictauros nach ihrem missglückten Angriff, der wirklich, wirklich, muss es nochmal sagen, sehr, sehr gut war. 76er hier jetzt mittlerweile vorgerückt, hat hier nochmal ein P4 rausgeholt. Wie gesagt, die Panzercrews von Invictauros scheinen nicht das Gelbe vom Ei zu sein. Zumindest definitiv den Leuten von Polish Veterans unterlegen. Schwanzlurch wurde weggehauen, hat wahrscheinlich eine Satchel dabei gehabt, um dem 76er hier zu Leibe zu rücken. Mosel hier jetzt noch als einziger Überlebender an dieser Stelle. Garni hier unter Druck. Moasel chillt. Die Garni wird gleich... Holy shit! Da haben sie aber nochmal richtig Glück gehabt, dass die Garni nicht weg ist. Zepke hier ein bisschen zu euphorisch Richtung Garni gerannt. Drei Mann waren hier noch am Leben, aber das war wirklich ganz, ganz knapp. Das war diese 3-Sekunden-Regel, die hier noch gegriffen hat. Eigentlich war die Garnison nicht mehr spawnbar, aber die 3 Sekunden, wenn die angekatzt werden, geht der Spawn trotzdem noch durch. Allerdings ist jetzt definitiv klar, hier steht eine Garni und der 76er sollte eigentlich die Garni rausholen können. Also es muss doch jetzt hier durchgegeben worden sein, dass da eine Garni steht. Und dann müsste es eigentlich auch möglich sein, für den 76er hier irgendwie an die Wand, an die Sandsäcke ranzuschießen, um die Garnison da jetzt rauszuholen. Aber er schießt irgendwo anders hin. Hat er gerade einen Panzer aufs Korn genommen oder wo schießt er hin? Oh, ein Lux versucht wieder hier dem 76er die Ketten rauszuballern. Mal sehen, ob sie diesmal schlau genug waren, sich zu verpissen, bevor der 76er eingedreht war.
Ja, der eine hat nicht mehr drauf schießen können, aber der andere 76er, der hier irgendwo steht immer noch, wahrscheinlich an der gleichen Stelle, jawohl, der hat, glaube ich, gerade den Lux rausgenommen. Hier die Garni wird jetzt von der Artillerie beschossen, also definitiv wurde das durchgegeben. Jetzt weiß ich aber immer noch nicht, warum der 76er nicht mal kurz nach HE lädt und hier die Garni rausschießt. Ist für mich nicht ganz ersichtlich. Hier die nächste Hecke unter Druck von den polnischen Veteranen. Rex und VSRI sind hier noch dran und versuchen zu halten. Sehr gute Aktion. Sie haben den Squad aufgehalten zu zweit. Im Westen wieder der berühmte... Oder der berühmte? Naja. Ja, vielleicht wird er ja berühmt, der Kampf hier. Auf jeden Fall wechselt hier... Oh, das hat mir getan. Sehr schön. Rocket von Schnitzel hier auf die Infanterie. Auf jeden Fall dieses Eck hier ständig am Besitzer wechseln. Mal hat ein Victorus hier das Ganze in Besitz, mal hat es haben es die polnischen Veteranen in Besitz. Ansonsten hier Meat Grind. Bisher, glaube ich, immer in oder fast immer in Besitz von Invictorus. Hier machen sie ihre Arbeit wirklich sehr, sehr gut. Bombing Run von PV durch den Hardcap von Invictorus nimmt sogar einige weg. Und wenn jetzt hier noch eine gar nicht stand, ist sie auch Geschichte. Wojciech und Fest. Bist du jetzt hier direkt auf dem Weg in den Punkt rein? Red Pill kommt von Osten. Sergeant T, der einzige, der direkt noch verteidigt. Wenn es dumm läuft, wird PV jetzt gleich hier wieder den Hügel ankappen. Da hatten wir schon contested. Sergeant D wird rausgenommen. Wojtek jetzt hier im Hardcap im schwarzen Punkt. Damit dreimal so viel wert wie außerhalb vom schwarzen Kreis und wir sehen, es wird angekappt. Es ist natürlich gleich wieder contested. Das sind jetzt noch nicht die Massen, die man braucht, um den Punkt wirklich durchzukappen, aber es ist ein Stich an Invictorus zu sagen, hey, ihr müsst mehr Leute in die Verteidigung ziehen, lasst das mal mit dem Angriff, das tut euch nicht gut. Momentan die Aufstellung von Invictorus gerade gar nicht schlecht. Solange sie hier gehalten, ist alles in Ordnung. Sie gucken, dass sie hier hinten über Norden bzw. Nordosten reinkommen. Können wir mal ein bisschen malen wieder. Oder auch nicht. Doch, jetzt darf ich bestimmt malen. Jawohl. Also hier definitiv ganz, ganz wichtig, dass der Punkt hier gehalten wird. Hier machen sie es schon richtig gut, dass der Punkt gehalten wird, weil das sind die Hauptangriffsrichtungen, über die man jetzt hier weiter vorrücken kann, Richtung Hugushof. Wir haben jetzt hier wieder die Heckenaktionen, die wir vorhin auch schon mal beobachten konnten. Hier der Meat Grind über die Straße und hier über diese kleine Mauer, wo allerdings relativ wenig passiert, weil da einfach richtig schlechte Deckung ist. Hier wurden sie anscheinend schon wieder zurückgedrängt. Wichtig wäre es... Oh Gott, da sieht es ja gar nicht gut aus. Zumindest nicht für Invictorus. Was ist denn hier passiert? Eben Invictorus hier noch alles im Griff gehabt. Jetzt mittlerweile wurden sie vertrieben. PV hat hier den Punkt eingenommen. Und damit werden sie auch definitiv hier im Westen das Ganze jetzt gleich dominieren. Auch wenn Schnitzel hier noch zwei Leute rausgekriegt hat. Er wird es nicht schaffen, jetzt hier die ganze Seite alleine halten zu können. Problem ist jetzt für Invictorus, PV hat jetzt die Möglichkeit, hier von diesem Punkt aus entlang der Straße weiter vorzurücken. Wenn man den Punkt hier hält, kann man
sich sicher sein, dass die Hecken einem ebenfalls gehören. Man kann hier weiter vorstoßen Richtung Hauptquartier, das hier drüben liegt. In dem Bereich. Man kontrolliert alles, was hier im Westen noch ist. Und man kann weiterhin über diese Hecken hier weiter vorrücken auf den letzten Punkt von Invictaurus. Und wenn man es schafft, sogar hier noch ranzukommen an dieses Gehöft oder an diese Ruinen, dann ist es eigentlich nur noch eine Frage der Zeit, bis man es schafft, auch noch hier über den Westen auf Hügel 6 vorstoßen zu können. Hier, das Gebiet ist gerade noch ziemlich umkämpft, ebenfalls ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Wenn man diese beiden Punkte hält, hat man wirklich alle Möglichkeiten, hier auf den letzten Punkt, Entschuldigung, vorzureiten. So, polnische Veterans machen ihre Sache wirklich sehr, sehr gut. Man sieht, sie haben den Westen jetzt hier mittlerweile besetzt, sind an der Mauer dran, sie sind hier hinten mit Jack schon fast im Hauptquartier drin. Der Phil wird da jetzt auch nicht mehr viel dran machen können. Man kann immer noch hier im Hauptquartier spawnen, aber ich denke, PV wird jetzt das Ganze gleich hier so absichern, dass alles, was hier im Hauptquartier spawnt, auch gleich abgefarmt wird. Sleepy jetzt hier an der Straße, also alles, was über die Straße geht, muss an ihm vorbei. Zofft, er könnte ihn sehen und holt ihn sich raus. Sleepy da gerade den Fehler gemacht, dass er losgerannt ist. Hätte er am besten hinter der Hecke bleiben sollen oder leicht aus der Hecke rausgucken, um eventuell Richtung Hauptquartier zu gucken. Damit jetzt hier wieder eine Möglichkeit für Invictaurus natürlich Richtung Norden vorzugehen. Sie haben hier die Hecken für sich. Gute Möglichkeit, jetzt hier nochmal wieder ranzukommen. Soft Air hier links außen im Westen vorbeigelaufen, holt sich jetzt Artistia. Müsste, oh, wird aber glaube ich von Wittgenstein oder was das heißen soll, rausgenommen. Sleepy hat nochmal Glück gehabt, wäre nämlich das nächste Opfer wahrscheinlich geworden. Aber man merkt, Invictaurus hat hier geschaltet und schickt mehr Leute in den Westen, damit sie hier die Flanke nicht komplett verlieren und damit auch sich verwundbar machen aus der Westseite. Auch wenn sie hier den Punkt verloren haben in dem Bereich, wir sehen immer mehr Leute von Invictaurus tauchen hier auf. Hier hat schon wieder was zerlegt. Was war es diesmal? Auch wieder eine Pack. Okay, nicht ganz so dramatisch. Invictaurus jetzt hier durch den Meat Grind durch. Mit Funk oder Funk definitiv auch hier jetzt wieder die Möglichkeit, nein, OP aufzustellen. Wozu ist jetzt hier auf dem Weg? Haben wir denn hier einen OP? Also eine Garni steht hier schon mal, falls man das dann freikämpfen kann. Hier ist der OP von Funk oder Funk. Wurden jetzt hier aber aufgerieben. Ansonsten guter Vorschuss auf der Seite. Man sieht, sie sind schon wieder auf Höhe von Hugushof im Osten. Und wenn jetzt hier nicht von PV so gut geschaltet worden wäre, hätten sie es vielleicht geschafft, hier ins Hinterland zu kommen. Und dadurch wieder richtig Ärger gemacht. Was haben wir hier? Hier ist ein 76er endlich mal wieder geplatzt. Wahrscheinlich von SLI. Wenn das nicht war, tut es mir leid für den, den ich die Ehre des Zerstörens weggenommen habe. Aber ich glaube, es war SLI an der Stelle. Der Schuss ist, glaube ich, von hinten gekommen. Und er war der Einzige, der es von der Seite hätte machen können. Hier Hecke an Hecke. Smoja hört wahrscheinlich alle Steps von denen, die hier gerade an der Hecke entlang rennen. 76er Unterstützung. Hat er jetzt gerade vom eigenen Tiger eine reingekriegt? Das wäre ja gar nicht so gut. Moonbaby hier jetzt am Reparieren zusammen mit der Repair Station. Reicht es noch, um es jetzt den Tiger zu retten? Der Tiger könnte, wenn er richtig zielt, den 76er jetzt erstmal beschießen. Was ist denn da los? Wo schießt denn der Tiger hin?
Hat wahrscheinlich sogar noch eine HE geladen. Jawohl, der erste Sitz. Der sechste Sitz hat eine kassiert. Tiger muss jetzt hier durchbrechen. Rechts einlenken, Junge, rechts einlenken. Jetzt ist der... Oh mein Gott. Jungs, jawohl, hinterher und weiter reinballern. Schieß! Oh no. Ja, da sieht man schon so ein bisschen Klassenunterschiede zwischen Division 1 und Division 2. Sowas wäre in Division 1 niemals passiert. Ich weiß gar nicht, was da jetzt gerade los war, dass der Tiger den 76er nicht verfolgt hat und rausgenommen hat. Er hat den ersten Hit gekriegt, war selber völlig in Ordnung, hätte da jetzt Gas geben können und den rausholen. Sly oder das SLI versucht hier hinterher zu rennen, aber das wird nichts. Der 76er hat ihn mit Sicherheit gesehen, dass er hinterher rennt und wird den Teufel tun, jetzt hier nochmal langsamer zu werden, bis er irgendwo in Sicherheit steht. Wobei, er ist nur mit zwei Mann besetzt. Vielleicht wurde er doch nicht gesehen. Möglich, möglich. Invict Taurus leider immer noch sehr weit weg von Hugos Hof, auch wenn sie es scheinbar wieder geschafft haben, hier diesen Hof zurückzuerobern. Und auch im Westen sieht es nicht mehr so schlimm aus wie vorher. Sie sind bis an die Mauer ran. Das Hauptquartier ist fürs Erste in Sicherheit. Schnitzel holt hier Avocado raus. Wird seinerseits beschossen vom Artista. Schaut in die falsche Richtung. Jack wird ihn jetzt... What? Jack rennt dran ihm vorbei. Er hört ihn sogar eigentlich schießen und kümmert sich trotzdem nicht drum. Was ist denn da los? Müssen wir den Leuten alle mal neue Headsets geben? Mein Jack hat... Oder Jackie hat jetzt hier eine gute Position, um hier die Straße zu beschießen. Holt Fabaka und auch Major 7 raus. Software holt allerdings Jackie raus. Und Schnitzel durfte einfach hier an der Mauer weiter rumdümpeln, ohne dass man sich um ihn gekümmert hat. Schnitzel wird wahrscheinlich Avocado jetzt... Nee, Avocado ist relativ safe hinter der Hecke. Kommt man hier durch? Ja, man könnte rein theoretisch durchgehen. Granate wurde gezückt und... Okay, ja, kann man machen. Könnte durchaus sein, dass der Feind rumlungert. Soft Air, weiß nicht, was er macht. Müsste eigentlich die Granaten gehört haben. Also wir müssen echt mal drüber reden, ob man da nicht mal eine Großbestellung bei irgendeinem Headset-Hersteller aufgibt. Soft Air. Statt sich die Waffe zu krallen, weil er beschossen wird, versucht weiter den OP aufzustellen. Wird dann aber von Major 7 oder Fabaka nochmal gerettet, beziehungsweise gerecht. Fabaka geht... Oh, er holt sich Jackie! Sehr schön gemacht an der Stelle. Unter Beschuss gewesen und trotzdem noch den Kill gemacht. Artista hier immer wieder über offenes Feld am Lauf. Okay. Granate hatte, glaube ich, noch fallen lassen. Ja, nee, hat sie sogar noch werfen können. Allerdings keine Verluste auf Seiten von Invict Taurus an der Stelle. Sie haben immer noch den Hof hier unter Kontrolle oder wieder unter Kontrolle. Hier kommt eine Flare von... Von den Deutschen? Ja, war von den Deutschen. War von Invict Taurus. Damit jetzt hier auf jeden Fall Lit, Knight und auch Kojotech aufgeflogen. Positionen wurden verraten. Jetzt wollte ich gerade sagen, Invict Taurus hier schon wieder sehr nah dran an der Hecke, die Richtung Hugos Hof führt. Allerdings schon wieder zwei Leute down. Aber sie geben nicht auf. Finde ich sehr gut, sehr sympathisch. Hier hinten Hügel 6 wird verteidigt gegen einen einzigen von PV, der den Leuten hier wohl ordentlich einheizt. Weil Haller müsste ihn jetzt eigentlich wegnehmen. Jawohl. Gute Arbeit damit aufgeräumt. Zepke hier aber auch schon wieder auf dem Marsch von Norden direkt auf den Punkt. Osten, auch schon wieder von zwei Leuten von Polish Veterans hier besetzt. Q. Q.
wird rausgenommen. Aber hier steht ein OP, das heißt, sie können immer noch weiter Stress machen. Krustentier muss ihn jetzt gehört haben. Ja, er geht langsam um die Hecke. Sieht ihn, nimmt ihn raus und sollte jetzt dann auch den OP hier rausnehmen. Da ist nochmal ein Spawn-Krustentier, holt Moonlight aber auch raus und nimmt den OP raus. Sehr, sehr gute Aktion. Damit wurde verhindert, dass hier weiter von hinten angegriffen werden kann. Hier fährt wieder ein P4 nach vorne. Mal sehen, wie lange der... Oh, hier vorne haben wir auch schon einen Rumtier. Oh no. Oh, ja, okay, er kommt noch raus, er kommt noch raus. Offline hier als Sturmangreifer. Hallo, wo rennst du hin? Der Tiger ist da drüben. Hallo! Oder hast du keine Satchel dabei? Nein, er hat keine Satchel dabei. Rennt mit der Grease Gun rum. Wenn er eine Pump Gun hätte, dann hätte er eine Satchel dabei. Tiger jetzt hier auf dem Vormarsch. Wir haben noch knapp 12 Minuten zu spielen. 2 Minuten brauchen sie, um zu cappen. Das heißt, wenn sie bei 2 Minuten nicht angecappt haben, dann ist das Spiel so, wie es ist. Die Arti hittet böse. Hier sehen wir schon wieder, dass der 76er ankommt, wird verfolgt von SLI. Wir klammern uns mal eben hier an den Panzer ran und schauen mal, wohin die Fahrt geht. Ob der Tiger jetzt auch gleich wieder vernichtet wird oder nicht. Und hier wird fast über die eigenen Leute drüber gebrettert. Wenn die Leute wissen, wie man über Gräben drüber fährt. Anders als die Tiger-Crew. Steht der Tiger nicht hier drüben? Ja, der Tiger... Die wissen nichts voneinander, oder? Also der 76er hätte auf jeden Fall durchgegeben werden müssen. Spätestens von Soft Air gerade. Aber der Tiger schwenkt nicht ein. Der 76er jetzt... Nein, er schwenkt auch noch nicht auf den Tiger ein. Die stehen beinahe nebeneinander und machen nichts gegeneinander. Die Kommandanten müssen es doch gegenseitig sehen. Sind die denn so eingeschränkt in ihrer Sicht, dass sie das nicht... Okay, ich halte die Klappe. Hier ist nur noch Tommy als Fahrer drin. Der kann das nicht... Alles klar, ich habe nichts gesagt. Offline hat jetzt versucht, hier drauf zu klettern, um noch die Satchel anzusetzen. Wozu? Erster Shot hinten rein oder war es schon der zweite? Er wird aber rausgeholt, wahrscheinlich von Soft Air, und hat damit den Tiger gerettet. Offline und Funk haben sich, glaube ich, gerade, oder Funk haben sich gerade gegenseitig umgenietet. Tiger wird auf jeden Fall noch in Sicherheit gefahren von, wen haben wir hier drin? Tommy oder so, hatte ich eben mal gelesen. Jo, Tommy fährt den Tiger in Sicherheit, also da, von daher kein Problem, dass er natürlich nichts gegen den 76er gemacht hat. Aber der 76er hätte eigentlich sehen müssen, dass da neben ihm Tiger steht. Mittlerweile haben sie es wohl durchgesagt bekommen und sie düsen dem, dem Tiger auch hinterher. Frage ist, reicht's noch? Kriegen sie ihn noch? Tiger mittlerweile hier auf dem Feld, jetzt Motor ausgeschossen, steht an... ohne Möglichkeit, was zu tun, auf dem Feld. 76er kommt und macht den Rest. Also ich würde sagen, den Kill habt ihr euch nicht wirklich verdient. Das war eure Infanterie, die den Tiger hier immobilisiert hat und dafür gesorgt hat, dass ihr den Abschuss machen konntet. Aber nichtsdestotrotz, die Tank Crews von PV haben hier schon einiges geleistet, den kann man bestimmt keinen Vorwurf machen. Nur den Kill würde ich ihnen nicht auf die Fahne schreiben. 8 Minuten 40 haben wir jetzt noch übrig. PV jetzt hier verstärkt im Osten unterwegs, dementsprechend wird wahrscheinlich hier im Westen nicht mehr so viel los sein, doch relativ stark noch vertreten. Allerdings hat Invictaurus hier wieder einige Meter gut gemacht. Vorhin ging der Kampf hier rum, wo der Lux jetzt gerade wieder auftaucht. Mittlerweile haben sie sich bis hier nach vorne gekämpft. Edelweiß und Major 7 noch hier, die dem ganzen Einhalt gebieten. OP steht. Schnitzel, Fabaka, kommen nach. Schnitzel oder Fabaka holt sich BLMBA.
Blimba? Jetzt der Lux. Haben wir einen 76er hier? Scheinbar nicht. Also jetzt könnte der Lux hier wirklich mal aufräumen. Jetzt bleibt er defensiv. Statt durchzudüsen. Diesmal hat er ja eigentlich keine... Oh. Edelweiß, das hat sich angehört, als wenn du was in deine Weichteile bekommen hättest. Worauf schießt der Lux? Okay, irgendwas hat er gerade wohl hier erwischt. So, Lux steht jetzt hier und tut nichts, obwohl kein feindlicher 76er im Bereich hier drüben rumsteht. Das ist schon manchmal kurios, wenn 76er da steht, macht er Spielchen. Und wenn nichts da ist, das ihn aufhalten könnte, dann steht er nur doof rum. Oh, PV jetzt hier wieder dran an diesem Gehöft. Terry Knight und Legit, glaube ich. Ich habe vorhin immer mehrmals Lit gesagt, statt Legit. Helvetin auch noch da, aber der Hof gut verteidigt mit 4-5 Mann. Ich glaube, da wird PV jetzt erstmal nicht mehr reinkommen und hinten ist contested gewesen. Hügel 6 wurde kurzfristig angekappt. Hauptangriffsrichtung momentan aus Osten, aber es wird scheinbar gut verteidigt. Hier ist 76er unterwegs. Ja, 76er ist hier noch unterwegs und holt hier die Leute raus. Alexander wird rausgenommen und auch der Pionier, keine Gefahr mehr für den 76er. Gutes Auge gehabt an der Stelle. Hier hinten haben wir noch einen 76er, die jetzt klar machen, wir wollen Hügel 6 auch noch einnehmen. Wir überlassen euch keinen einzigen Punkt für die Tabelle, denn anders als zum Beispiel jetzt in den Seasonal Games, wo jedes Spiel ein K.O.-Spiel ist und der Sieger kommt weiter, ist es hier immer noch so, dass wir in der Tabelle spielen. Jeder Punkt, der gehalten wird oder erobert wird, ist ein Punkt für die Tabelle. Also auch wenn man verliert, kann man aus dem Spiel noch 2 Punkte rausnehmen oder in diesem Fall jetzt 1 Punkt, wenn hier nicht durchgekappt wird von PV. PV jetzt hier mit dem 76er, der nach vorne gefahren ist und hier richtig Ärger macht. Jetzt muss definitiv wieder was von Invictaurus passieren, sonst ist der Punkt weg. Und es sieht momentan nicht so aus, als wenn sie hier was gegen machen können. Hier kommt der Airhead von PV. Bombing Run wird... Ja, ich wollte gerade sagen, eigene erwischen, aber ich glaube nur offline geht... Nee, offline überlebt. Dafür hat es hier drüben jemand zerlegt. Aber ansonsten super gemacht. Airhead kommt runter, wird sauber abgeriegelt von den PV-Leuten. Da kommt jetzt wahrscheinlich auch keiner mehr ran von Invictaurus. Invictaurus schickt nochmal hier eine ganze Truppe von Westen rein, die aber vom Panzer schon vom 76er in Empfang genommen wird. Wir werden jetzt gleich hier sehen, wie an dieser Stelle eine ganze Menge von PV-Leuten aufploppen wird. Die Hälfte ist eingenommen. Der 76er deckt auch nochmal von hinten hier den Airhead ab. Der 76er hier vorne wurde zerlegt. Sehr gut. Sollte Invictaurus es jetzt doch noch schaffen? Nein. Ich glaube nicht, aus. Es läuft wie vorher bei Hugos Hof, nur umgekehrt. Diesmal PV mit seiner fast gesamten Truppe in Hardcap drin. Tiger kommt jetzt nach vorne gefahren. Oh mein Gott, das könnte wirklich noch klappen, dass Invictaurus hier nochmal reinkommt. Mein Gott, sie schaffen es wirklich noch? Wenn jetzt aus dem Osten auch noch ein bisschen Gas gegeben wird und nicht so zögerlich da gearbeitet wird, dann könnte es noch klappen, hier zu verteidigen. Nein, die nächste Spawnwelle ist da von PV. Jetzt ist es vorbei. Sie sind im Hardcap drin. Invictaurus zu weit weg, kann es aus dem Softcap nicht mehr gegencappen. 3 Minuten vor Schluss und die Polish Veterans machen das 5-0 voll. Holy shit.
Sehr, sehr, sehr gut gespielt von PV an dieser Stelle. Schade, schade, schade für den Mitaurus. Ich hätte es ihnen durchaus gegönnt, dass sie hier nochmal zurückkommen und sich Hugos Hof schnappen. Den hätten sie sich auf jeden Fall redlich verdient nach dieser Leistung. Auch wenn ich ihnen nicht den mittleren Punkt zusprechen würde nach der Leistung. Aber ein 3-2 wäre hier definitiv verdient gewesen. Polish Veterans haben gesagt, nee, wir machen uns der Ding voll. Wir holen uns die gesamten 5 Punkte. Und Invictaurus kann ohne Punkte nach Hause gehen. Damit in Division 2. Invictaurus weiterhin nur auf Platz 7. Polish Veterans könnten sich durch den 5-0-Sieg jetzt noch nach vorne schieben. Vorerst mal auf...